Auf 700 Quadratmetern finden Sie alles, auch für Ihren Sport. Eingehende Beratung durch Erfahrung und Kompetenz. Sportgeräte von namhaften Herstellern, Textildruck sowie Sport- und Fanbekleidung finden Sie bei uns zu fairen Preisen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. TTS, das größte Sporthaus in Trier und Umgebung. Hier neben uns steht jetzt Patrick Zöllner, der gerade mit seiner Mannschaft, dem SV Konz, gegen den SV Föhren 1-0 gewonnen hat. Herr Zöllner, wie zufrieden sind Sie mit dem Spiel selbst? Ja, ich muss mal sagen, das Spiel ist eigentlich im Moment ein bisschen zweitrangig. Wir haben vor dem Spiel einen verletzten Spieler gehabt, der uns beim Aufwärmen eigentlich zusammengebrochen ist und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus musste. Es wurde auch lange überlegt, ob wir überhaupt antreten können. Deswegen sage ich mal, bin ich zwar jetzt froh, dass wir gewonnen haben, aber ich denke, das rückt dann eher mal in den Hintergrund. Jede Mannschaft hat jetzt durch diesen Dreier wieder ein bisschen aufholen können, auch auf die Verfolgerränge in der Bezirksliga, vor allem auch wieder Punkte gut machen können auf Gladbach. Wie ist da jetzt die Marschrichtung? Wollen Sie nochmal ganz vorne angreifen? Am Anfang der Saison haben Sie ja Minimalziel Platz 5 ausgegeben. Ist das immer noch das Ziel oder wollen Sie nochmal wirklich ganz vorne angreifen? Ja, grundsätzlich bin ich mal froh, dass wir es jetzt geschafft haben, die letzten Partien besser zu gestalten. Gerade das Spiel in Stadtköll war sehr gut gewesen, über 90 Minuten. Auch die erste Halbzeit gegen Wallenborn war sehr ansprechend, wo wir auch schon 3-0 geführt haben. Jetzt das Spiel, ja, war aus meiner Sicht nicht ganz so gut gewesen, aber wir haben jetzt 3 Punkte mal eingefahren. Eine 9-Punkte-Woche ist sicherlich gut. Nach oben schielen wir nicht. Wir bleiben bei unserem Ziel, 5. Tabellenplatz. Hier bei uns am 5-4-Mikro steht jetzt Christian Esch, der Trainer des SV Föhren. Esch, Ihre Mannschaft hat jetzt gegen SV Konz 1-0 verloren, einem am Ende doch noch sehr hitzigen Spiel. Wie haben Sie die Partie gesehen? Nach der Situation, die vor Spielbeginn war, die natürlich da schon etwas dramatisch war, war es dann die Frage, ob wir spielen oder nicht. Ich war eigentlich, wenn ich ehrlich bin, überrascht, dass die Konzer gespielt haben. Für uns war es dann auch dann kein Thema, sage ich mal, nachdem wir auch darüber gesprochen haben, zu spielen. War so, dass wir das Spiel ganz klein in den ersten 10 Minuten verloren haben. Da haben wir einfach geschlafen hinten. Das erste Tor ist halt unfassbar, wie wir auf der linken Seite den Ball verlieren. Und dann spielen die Konzers halt ganz gut aus auf den ersten Pfosten, wo wir in der Unterzahl sind. Danach, denke ich, war es ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Und letztendlich war ausschlaggebend, dass Konz aus ihren Chancen ein Tor gemacht hat und wir aus vielleicht ähnlich vielen guten Chancen, aber kein Tor machen. Dann kommt natürlich noch die rote Karte dazu, die, denke ich, berechtigt war, aber wo wir einfach ein bisschen aufmachen müssen. Aber das war heute, denke ich mal, der Unterschied. Simon Monzel läuft allein aufs Tor zu, schießt am Tor vorbei. Kevin Ferres will nur die rote Karte, geht dran vorbei und fädelt ein, was legitim ist in dem Moment. Deswegen, sage ich mal, aus meiner Sicht, ist immer so, wenn ich mitspiele, ein bisschen emotional, aber aus meiner Sicht hätten wir vielleicht einen Punkt verdient, aber aufgrund dessen, wenn wir aus unseren Chancen kein Tor machen, können wir uns nicht beschweren, wenn wir hier in Konz verlieren. Das Spiel wird vorher ja auch als eine Art Mittelfeldduell bezeichnet. Beide Mannschaften hätten noch die Chance gehabt, nochmal ein bisschen näher an die Verfolgerränge ranzurücken. Jetzt haben Ihre Mannschaft das Spiel verloren. Wie ist jetzt die Marschrichtung? Wie sehen Sie jetzt den weiteren Weg Ihrer Mannschaft? Unser Saisonziel ist ein einstelliger Tabellenplatz und da wirft uns das hier jetzt natürlich ein klein bisschen zurück, auch wenn wir noch ein kleines Polster haben Richtung Platz 10, 11. Fakt ist aber, dass wir am letzten Spieltag die letzte Mannschaft sind, die spielfrei haben und von daher müssen wir da vorlegen. Von daher war das heute enttäuschend, dass wir hier gut spielen, aber auch nichts mitnehmen. Genau wie es auch am Mittwoch in Luxemburg, wo wir eigentlich auch aus meiner Sicht eine sehr gute Partie spielen, aber halt auch kurz vor Schluss noch das Gegentor kriegen. Das wirft uns nicht um. Ich denke, es zeigt, dass wir mit den meisten Mannschaften mithalten können, wenn wir alles in die Waagschale werfen. Und da müssen wir weiter dran arbeiten, egal gegen wen wir nächste Woche spielen.